Hallo und willkommen zu einer neuen Mana News. Starten wir auch zugleich mit den jüngsten Neuigkeiten. Die neuen WoTLK Fresh Server wurden nun endlich angekündigt. Hierbei gibt es allerdings keine eigenen deutschen Server, sondern zwei für Europa namens Tekal und Giant Stalker und zwei weitere für die US-Region namens Sky Fury und Maladat. Bei beiden Servern pro Region handelt es sich um einen PvP und einen PvE Server. Die europäischen Realms starten am 31. August nach den Patch-Wartungsarbeiten, welche in der Regel um 3 Uhr in der Nacht beginnen sollten. Um welche genaue Uhrzeit es sich allerdings dabei handelt, ist noch nicht bekannt. Ich update euch die Info aber direkt im ersten angepinnten Kommentar, sobald man hier mehr weiß. Man wird allgemein mindestens 90 Tage nicht mit einem bestehenden Charakter auf die neuen Server transferieren können. Wenn demnach die Bevölkerung stabil bleibt, wird man vermutlich nicht so schnell ein Char dorthin transferieren können. Um einen Todesritter stellen zu können, benötigt ihr außerdem einen Charakter, der mindestens Stufe 55 aufweist. Alles andere wäre aber auch totaler Quatsch gewesen. Das Arena Season 4 Set und Waffen wird es für Ehre geben. Dieses war vor kurzem nur mit Arena-Punkten erwerbbar. Die Gegenstände sind hierbei auf Sunwell-Niveau. Wenn ihr euch das komplette Set holen wollt, seid ihr bei 43.700 Ehre. Dazu kommen dann noch Waffen und die Nicht-Set-Teile, wie zum Beispiel Armschienen, Schuhe, Gürtel und so weiter. Das Besondere an der Neuigkeit ist jetzt, dass heute nachträglich auf dem Beta- und PTR-Server noch ein Season 4 PvP-Set für den Todesritter eingeführt wurde. So habt doch ihr mit diesem noch die Möglichkeit, ein vollständiges Set zu holen, um euch den Weg auf Level 80 etwas zu vereinfachen. Ob dies unbedingt nötig ist und man seine Ehre nicht für die Maximalstufe sparen sollte, muss natürlich jeder für sich selber wissen. Wir bringen in wenigen Tagen ein Video raus, in dem wir euch ganz genau erklären, was die einzelnen Gegenstände kosten, was ihr am besten mit euren restlichen Marken macht, die jetzt im Abzeichenfenster verschwunden sind, wie viel Ehre ein Sieg bringt und gehen unter anderem auch noch auf die Geiselinvasion und die hier zu erhaltenen Gegenstände ein. Blizzard hat am 25. August ein Gruppeninterview mit dem Community-Rat. Hierbei kamen einige interessante Dinge ans Licht, welche allerdings Stand heute nur Überlegungen sind, welche es allerdings nicht unwahrscheinlich ins Spiel schaffen könnten. Die Entwickler meinten, dass sie sich überlegen, die Items ab dem T9-Content, also der Prüfung des Kreuzfahrers, etwas abzuschwächen, genauer gesagt das Item-Level um 13 Punkte herunterzusetzen. Sie begründen das Ganze damit, dass es sich früher falsch angefühlt hat, dass die Prüfung des Kreuzfahrers itemmäßig komplett Ulduar abgelöst hat, weil ich hier direkt ein kleines Veto einlegen muss, da man Ulduar nach wie vor zwecks dem legendären Heilerkolben, Erfolgen oder auch dem Flugmount bei Mirions Kopf gelaufen ist. Aber mal weiter im Text. Hierbei wäre es so, dass Items, welche ihr von den Hard Modes aus Ulduar bekommt, besser wären als die aus der Prüfung des Kreuzfahrers auf der normalen Stufe. Dadurch wäre natürlich auch die Eiskronzitadelle schwieriger, da man mit einem schlechteren Item-Level-Durchschnitt den Raid betritt. Allgemein betrifft die Verringerung des Item-Levels den kompletten T9, T10 sowie die PvP-Season 7 und 8. Ulduar bleibt dadurch allgemein deutlich länger interessant, vor allem der Hard Mode. Aber auch für Twinks wird es sich deutlich mehr lohnen, den T8 Raid zu besuchen, anstatt direkt in die Prüfung des Kreuzfahrers zu springen. Die Entwickler haben sich zudem nochmal dafür ausgesprochen, dass sie den Raid-Logout in der Prüfung des Kreuzfahrers ebenfalls wie in der Eiskronen-Zitadelle handhaben wollen. Bedeutet, dass ihr euch pro Boss entscheiden könnt, ob ihr diesen auf Normal oder auf HC spielen wollt. Wie das dann genau mit dem Tribute Run funktionieren soll, wurde in diesem Interview nicht drauf eingegangen. Kommen wir jetzt noch zu ein paar kleineren Neuigkeiten im Schnelldurchlauf. Es wird ab WoTLK möglich sein, Spieler via Hexenmeister direkt in den Dungeon zu porten. So spart ihr euch den erneuten Gang zum Versammlungsstein. Questgegenstände, welche ihr auf dem Boden aufheben müsst und in den jeweiligen Gebieten verteilt rumliegen, haben jetzt einen glitzernden Effekt, sodass man diese deutlich besser erkennen kann. Tankende und heilende Spieler von der Beta berichten, dass sie nach einem heroischen Dungeon ein Abenteuerpaket aus Nordend automatisch in ihrer Tasche aufgefunden haben, welches diverse Consumables wie zum Beispiel Tränke, Wasser oder auch Rollen beinhaltet. Ein offizielles Statement seitens Blizzard gibt es dazu allerdings noch nicht. Schaut sehr gerne mal bei mir auf Twitter vorbei. Hier poste ich eigentlich täglich aktuelle Neuigkeiten rund um WoTLK Classic. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.